Auf in den Laden. Wann war das gestern spät? Oh, ey. Das war nicht so schön. Ups. Heute kommt der Techniker von Kachel Deutschland. Ich bin sehr gespannt, was er sagt. Jetzt erstmal den Laden runter. Wir sehen uns gleich. Alles aufmachen. Heute soll es regnen. Ruhe. Wir schauen mal. Ein Zwilling haben wir da. Riso Müller Hommage. Und hier ist auch die gleiche Sache zu machen. Und zwar Reifen wechseln. Zweimal Marathon Plus. Gerade eben habe ich sie in der Hand gehabt, weggeräumt. Jetzt hole ich sie wieder vor. Moin. Ja. So eine alte Dreigang-Hinterradnabe rumfahren. Wie? Nochmal. So eine Dreigang-Hinterradnabe rumliegen. Natürlich. Darf auch defekt sein. Wieso ein Hit? €30. Ist er da oben drin, ne? Ja, hier in dem Laufrad drin. Zweite von hinten. Probier dein Glück. Gut. Schön. Machen wir. Na denn? Ja, viel Spaß. Schönen Tag noch. Ja, dir auch. Ciao, ciao. Ciao. Bin mal gespannt, ob der Kollege das uns mal zeigt, wie das aussieht. Eine Klingel in der Dreigangnabe einbauen. Ich schätze mal, das, was der gesehen hat, war so eine Sturmglocke. Radlaufglocke. Aber wie gesagt, die sind ja verboten, die Radlaufglocken, weil die viel zu laut sind. Ist ja auch immer ein Ding. Zu laut ist verboten, zu hell ist verboten, zu dunkel ist verboten, zu leise ist verboten. Zu laut, zu leise, zu hell, zu dunkel. Alles muss nach Vorschrift sein. Willkommen in Deutschland. So, die Laufräder habe ich draußen. Jetzt mach die Reifen runter, ziehe die neuen Reifen hoch und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, das muss ich jetzt nicht zeigen, oder? Zum 100-millionsten Mal wegen Reifenwechsel. Das ist ja Bescheid. Denkt dran, meine neuen Reifen, jetzt das wollte ich nochmal erklären zum Video von gestern. Gestern war ja ein alter Reifen, gebrauchter Reifen. War ich gestern oder vorgestern? Vorgestern, Pucki, Skyrider. Da habe ich kein Talkum drin gemacht. Aus dem Grund, dass da schon mal Talkum drin war. Das merkt man denn, dass das hier nicht mehr so klebrig ist. Wenn ich den jetzt hier anfasse, dann klebt der so ein bisschen. Dann ist das wie, wenn ich meine Gummihandschuhe hier drüber streife, bleibt das so ein bisschen kleben. Da muss erstmal Talkum drin. Einmal Talkum drin, so ein bisschen eine Trennschicht und dann ist gut. Es gibt aber mittlerweile auch Schläuche, zum Beispiel wie die von dem Rennrad von Victoria. Diese Schläuche, die haben so ein bisschen Talkumschicht schon drauf. Da braucht man auch kein Talkum rein machen. Ja, also man muss es mit dem Talkum nicht übertreiben. Manche machen sowieso kein Talkum rein, aber es ist halt besser. Es ist so ein bisschen so ein Trennmittel und deswegen mache ich das bei neuen Reifen. Mache ich das einmal rein, drehe das einmal durch und dann ist gut. Ja, und wenn ich dann den Schlauch wechsle an demselben Rad irgendwann mal, mache ich nicht nochmal Talkum rein, weil außer es ist zu wenig und ich merke, der klebt oder das feucht geworden innen drin, dann mache ich Talkum rein. Ne?
Das nur noch mal zur Erklärung und jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn die Reifen mit Talkum drin sind. Schauer und Kühler. Was? Schauer und Kühler? Schauer und Kühler, schreibt die Zeitung. Schreibt die Zeitung. Wolfgang am Fenster mit den Kellerinfos. Ja. Was machst du heute? Moment, ich bin auf jeden Fall schlafen. Ich habe heute aus dem neuen Aufsichtern. Oh, hast verschlafen? Ja. Ich bin ja nicht ganz da. Unser Nachrichtenfrosch der Straße hat verschlafen heute. Das sind ja keine Neuigkeiten jetzt mehr. Das sind halt schon alte Kamellen. Ja. Muss ich erstmal orientieren. Links, rechts, Norden. Und so. Ein Norden. Muss er sich erstmal. Naja, dann mach mal in Ruhe. Kommst du später rum? Ja. Ja, ja, ja. Und weg. Fertig. Fertig, fertig. So, dann bin ich durch. Das wird. Mein Herkulesaufbau ist ja fertig. Ich bin jetzt dann damit Probe gefahren. Und der fährt sich traumhaft. Fährt sich wirklich genial. Das Einzige ist natürlich für meinen fetten Arsch, ist der Sattel ein bisschen schmal. Ein bisschen kurz. Das Ding ist ultra leicht. Jetzt mache ich es noch ein bisschen schwerer. Weil was dran muss, ist auf alle Fälle ein Schloss. So ein integriertes hier. Und da habe ich einen AXA Defender Rahmenschloss rumliegen. Schon die ganze Zeit im Verkauf. Und keiner will es haben. Ja, und ich finde die Dinger ganz gut. Ich finde die total genial eigentlich sogar. Ich finde das ein gutes System. Damit wird das Rad zwar ein bisschen schwerer, aber auch ein bisschen sicherer. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich euch hier drapiere, damit ihr zuschauen könnt, wie ich das AXA Defender montiere. Da. Hier sind so Plastikabdeckungen. Die kann man mit dem Schraubenzieher lösen. Wenn man hier so reingeht und die dann so beiseite schiebt. Ja, gelöst. Jetzt muss ich die da unten in dem ganzen Müll wiederfinden. Gefunden. Halt das Einzige, was nicht nach Müll aussieht. Das mache ich auf beiden Seiten. Jetzt können wir das Rahmenschloss am Rahmen montieren. Hier sind die Löcher, da sind die Schrauben. So, ich habe das jetzt mit Kabelbindern hier nochmal gesichert, einmal geschraubt. Eine Schraube drin und einmal mit Kabelbindern gesichert. Ja. Weil ich meine, das Schloss hat schon ein bisschen Gewicht und die Schrauben alleine mit diesem Grobgewinde, die sind eigentlich für diese ganz dünnen Aluschlösser, das wird es nicht halten. Ich hoffe, wir kriegen die Abdeckung jetzt hier noch an. Und dann habe ich ja noch die Kette. Und die Kette macht das erst richtig cool, weil dann kann man eben nochmal eine andere Draht, ein zweites Draht mit anschließen oder eben um einen Baum mit drum. Ja, also das hier alleine hier ist gegen schnelles Wegfahren gut geeignet. Aber mit dieser Kette zusammen kann man hier durchstecken. Zack. Ne, kann man Pfosten hier reinmachen und dann eben klack rein ins Schloss. Fertig. Find ich gut. Ich glaube 55 Euro dieses Schloss, also in dieser Kombination. Und das halte ich für sehr sinnvoll. Ihr kennt ja die Situation hier in Berlin, ne? Wird ja nur geklaut, ohne Ende. Falls ich das jetzt verkaufe, liegt der Preis bei 350 Euro. Ist mir scheißegal, ist ein geiles Rad,
fährt sich gut, macht Spaß zu fahren. Ich glaube, wahrscheinlich noch einen Burgsattel drauf und dann ist der Preis sowieso bei 400 locker. Für heute lasse ich so, in der Evolutionsstufe sozusagen. Das Rad wächst ja immer weiter, so eine Räder bei mir. Die werden ja immer teurer, immer besser, immer besser. Das nächste Ding wird wahrscheinlich ein Kettenschutz sein oder Schutzblech oder irgendwas. Wir schauen mal. Oder eben ein breiterer Sattel. Heute fahre ich damit nochmal so durch die Gegend und dann überlege ich mir das. Der Konus wackelt, die oberste Spitze fällt ab. Klapp, klapp. Hoffen wir nicht. Aber hier. Wackelt der Konus. Das schaue ich mir jetzt an. Und ihr seid mit dabei. So, liebe Leute, warum wackelt so ein Konus? Ich hoffe nicht, weil die Achse gebrochen ist. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich schraube auf. Dann schauen wir mal. Das war's. Ich hab neue Kontert. Neue Kontert und das war's. Rollt wieder ein. Bin leider. Ja. Noch zentrieren und fertig. Der Techniker war gerade da von Kabel Deutschland. Der war erstaunt über unsere guten Leistungen hier, unsere guten Werte, die wir hier haben. Alle bestens weiter. Tja, weiß ich nicht, was ich machen soll. Also er meinte, das ist alles gut. Ich sage, naja, beim Speedtest ist auch alles gut, aber eben sonst halt nicht. Ich weiß es nicht, ich muss sehen, ich muss schauen. Ich muss mal das Kabel nochmal tauschen, was ich verlegt habe. Offensichtlich kann sein, dass das irgendwie. Ja, kann sein, dass das beschädigt ist. Was für ein Ätz, ey. Ja, mich gerade. Er konnte es machen, weil alles eigentlich bestens ist, wie er sagt. Nur wenn alles bestens ist, dann ist halt bestens. Alles bestens. Boah, ich kotze voll ab. Alles bestens. Das sieht aus, als würde es richtig irgendwo ein richtig losbrechendes Unwetter, aber es kommt nicht. Kommt nicht an. Weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Machst du auf, machst du zu. Ja. Yeah. Mann, ist das eine Scheiße, ey. Du kannst ja nichts machen. Er sagt, ich hab ein Netzwerkproblem. Also sprich oben in der Wohnung irgendwo ist entweder ist der Computer nicht gut, nicht geeignet. Die Netzwerkkarte vom Computer stimmt nicht. Haut nicht hin. Oder eben diese. Ja, oder irgendwas anderes. Was weiß ich. Muss ich den Computer wieder umbauen. Von hinten nach vorne. Kurz Kabel anschließen und probieren. Mann, ich hab keinen Bock. Heute! Diamant! Na Wahnsinn, na Elan hat's ja, zum Bremsen kommt's nur nicht, also. Jetzt haben wir einen Diamant zu reparieren, Diamant Elan. Problem von diesem Diamant Elan ist, dass es so viel Elan hat, dass es ja nicht zum Bremsen kommt,
Da hat nämlich kein Bremsbelag mehr drauf. Also Bremsbelag müssen wir tauschen. Und? Hinten verliert das Jute ohne Luft. Also Luft, Bremsbelag und irgendwie schleift das Blech vorne. Keine Ahnung warum. Woran das wohl liegt. Naja, stellen wir auch richtig ein. Hinterrad ist gemacht. Jetzt kommt's. Vorderrad dran. Ich habe nicht so viel geredet jetzt gerade. Ich habe einfach gemacht. Fertig. Zweimal neuer Bremsbelag. Einmal das Schutzblech richtig eingestellt. Und ein platter Reifen. Das war's. Totentanz, Totentanz. Letzte Aktion für heute. Schaltzugtausch. Also liebe Leute, wünsche euch einen schönen Feierabend. Wir sehen uns morgen. Und dann schauen wir doch mal. Was morgen wieder Illustres an Land getrieben wird. Was habe ich mir heute gekauft? Ich habe heute was gekauft wieder. Habe ich heute was gekauft? Ja doch, diese ganze Grafik habe ich gekauft. Mit einer Geheimakte noch vom Übungseinsatz. Und einer. Alter, ich beruhige das halt nicht. Das ist alles wieder so ein Ding. Ach, scheißegal. Ich stelle das ein im Winter, klopp ich den ganzen Scheiß rein. Und eigentlich muss das alles weg. Ich habe da auch keinen Bock drauf. Ich bin auch so wie Carsten. Ich habe da eigentlich keinen Bock auf die Scheiße. Das ist so mittelmäßig gute Zeug. Das ist nicht. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. So ein bisschen fahrradspezifisch. Ja, finde ich geil. Finde ich cool. Mache ich wieder mal so eine Fotoserie. Und irgendwie so 30, 40, 50 Fahrradfotografien. Aber ansonsten habe ich da keinen Bock. Echt. Überhaupt keinen Bock. Gar nicht. Das ist alles Müll. Wenn ich oben die Bude sehe, dann flippe ich aus. Alles vollgestellt. Jetzt hier auch schon alles voll. Fängt hier auch schon an. Also bis morgen. Macht es gut. Wir sehen uns morgen. Und ich hoffe, ich kaufe mal was. Ist auch mal was richtig Cooles irgendwo bei. Wo ich so richtig so ein Ausreißer. Oder sagst du, wow, geil. Dies Jahr hatte ich noch keinen. Dies Jahr hatte ich noch keinen richtigen Schnapp. Egal. Kriegen wir hin. Also, bis morgen. Ciao.